Moin, Talon, willkommen zurück zu No Man's Sky in der Expedition 12. Wir sind in Omega noch unterwegs und ja, wir gucken mal rein. Unterirdische organische Struktur, okay. Der Raummanipulator habe ich noch an. Die würde ich sagen, lasern wir mal direkt weg, oder? Pulsierende Gielsäcke. Da. Vergrabene Mineralienformationen. Ist gar nicht so weit entfernt. Da war wieder eine Pflanze, eine böse. Warte mal, wechseln. Mitnehmen. Okay. Vergrabener Vorrat, da lang. Der ist aber ein bisschen weiter weg. Der ist dann wenig weiter weg. Gucken wir mal. Bisschen aufladen. Hier unter dem Baum versteckt oder was? Oder wo? Oh, hier ist Zeug im Weg. Zeug im Weg, Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay. Ach, falsch. Falsch! Der Schatz eines Mannes. Kann ich Foto machen? So. Neue Thumbnail. Okay. Dann auf zur Butze zurück. Wie hast du das? Ich bin mit dem Fuß aus Versehen mit der Fußspitze gegen die Kante gekommen und dann muss ich sofort nach links wegpingen. Das ist nicht so nice, muss ich zugeben. So, okay. Zurück. Und dann geht's direkt weiter. Und laufen und laufen und laufen. Ich hatte schon die andere Moderation gemacht für den nächsten. Ich glaube nicht, ne? Falls ich noch nicht die Abmoderation gemacht habe, mache ich jetzt hier kurz die Abmoderation. Ich hoffe mal, dass es hinhaut. Oder nicht? Wir hatten schon die Abmoderation, glaube ich. Ich denke mal. Bin mir nicht sicher. Zur Not muss ich das ohne An- und Abmoderation machen. Ich lasse es mal weg jetzt hier an der Stelle. Ich komme nicht mehr durcheinander. Wenn ich hier total drin bin gerade, kann sein, dass das dann, ja, vergessen wurde oder nicht. Dann muss man schauen. Aber zur Not, bist du Bescheid, ne? Dann ist hier Stopp gerade und dann geht's weiter. So. Handelsterminal. Was haben wir denn für Aufgaben noch? Fotografiere. Achso, das sind die Dinger. Ware schmuggeln. Das hier, weiß ich gar nicht. Was ist das eigentlich? Das kenne ich überhaupt nicht. Rezept für Unterkomponenten, erforderliche Säure, erlerne Herstellungsprozess. Oh. Ich sehe. Da müssen wir wieder was lernen, ne? Haben wir den Grund noch Nanit? Ich glaube nicht, ne? Doch 1500, das könnte vielleicht gehen. Ja, guck mal, wir düsen mal gerade hoch. Ich weiß gar nicht, muss ich den Planeten noch fotografieren oder muss ich... Dann noch ein bisschen mehr machen. Säure erforderlich. Ich guck mal gerade. Kann ich die scannen? Vorstehende Kernexplosion. Das klingt nicht so geil. Da würde ich jetzt nicht unbedingt wohnen wollen. Das war... Was war denn das für eine? Paradiesischer Planet. Okay. Dahinter ist noch ein anderer. Den kann ich jetzt nicht sehen. Das ist ein bisschen doof. Und zwei dahinter, ne? Was ist das hier? Sengtais. Ich glaube, Sengtais muss ich fotografieren. Ja, Sengtais. Fireview Fueling Station. Dann gehen wir da mal gerade hin. Wenn wir zufälligerweise die drei hier haben, wäre das natürlich super. Dann nehme ich die nämlich gerade mit.
Muss ich nur ein Foto von dem Planeten machen oder muss ich ein Foto auf dem Planeten machen? Das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher. Wir gucken mal, ob es reicht, den Planeten aber nur zu fotografieren. Fotografiere einen Senkenteil des Planeten. Heißt für mich eigentlich, hier hinfliegen, Planet, Foto, fertig. Gucken wir mal. Reicht das, wenn ich jetzt hier ein Foto mache? Zählt das? Der sieht ziemlich abgefahren aus. Gucken wir mal. Was sagt unsere Info? Nee, wir müssen tatsächlich landen, glaube ich. Gut, landen wir. Sieht jedenfalls so aus, dass wir landen müssen. Dann landen wir mal eine Runde. Allerdings haben wir nur kleine Inseln, das ist jetzt nicht so viel. Und es ist dunkel. Beste Foto ever. Der muss doch dampfen eigentlich, wenn hier so viel Wasser ist auf einem senkenteilten Planeten. Oder ist der nur tagsüber so? Was sind hier die... die Mega-Verdampung? Hat das gezählt? Jo, zählt. Okay, wir müssen landen und dann alles klar. Okay. Senkenteilter Planet, check. Stickiger und gefrorener Planet, gucken wir mal. Das. Verlassene Planet hilft uns nicht weiter. Du bist gefroren, glaube ich. Frostiger Planet. Zählt er als gefroren? Weiß ich jetzt gar nicht. Radiesisch. Vorstehende Kernexplosion. Ätzend. Und senkt heiß. Gucken wir uns den Frostigen nochmal an. Der hier war ja nichts, ne? Verlassen. Ne, da hilft sich weiter. Gehen wir da mal hin. Wobei, der von uns ist, glaube ich, auch gefroren, ne? Eventuell. Vielleicht zählt er auch. Stickig, muss ich mal gucken. Dann muss ich nochmal ein anderes System. Eventuell. Oder muss ich in der näheren Umgebung gucken? Schauen wir mal. Ich werde dann hier nach, beziehungsweise nach der Episode erstmal stoppen. Das ist die dritte. Ich hoffe mal, dass ich da eine An- und Abmoderation drin habe. Sicher bin ich mir nicht. Wenn nicht, dann, ne? Tut mir leid. Und, ja. Gucken wir mal. Dann kriegen wir da noch ein bisschen was fertig. Interessantes Objekt ignorieren. Wir müssen jetzt gerade was anderes machen. Wir sind jetzt gerade voll dabei und versuchen hier ein bisschen was zu schaffen. Fotografiere einen gefrorenen Planeten. Nochmal so müsste der als gefroren zählen. Auch wenn er jetzt nicht so spektakulär ist. Okay. Packe er die Kamera aus und... whoop. Zählt? Zählt nicht? Weiß ich nicht. Zählte oder zählte nicht? Zählte. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen stickigen Planeten. Warte mal, was haben wir denn noch im Angebot? Das hier weiß ich noch nicht genau. Wir wissen dann zur Anomalie wahrscheinlich. Änderung 2 ansehen. Das könnten wir mal machen. Wir bauen die mal gerade. Erinnerung an die Eroberung. Kehre in den Weltraum zurück. Okay. Machen wir. Weiter geht's. Es gibt bestimmt noch eine dritte Erinnerung dann nachher, ne? Wir sind im Weltall. Wo müssen wir hin?
Erinnerung an die Eroberung wecken. Wähle die Erinnerung in dem Inventar aus. Im Status-Ritual. Achso, kann ich nur hier machen. Okay. Hat das gemacht? Hat er. Jetzt müssen wir Impulsantrieb starten. Los geht's. Tut mir der Erstgeburtin. Die kenne ich sogar auch. Kennt ihr die auch? Das ist ein riesen Gagface, das da unten drin sitzt. Ich würde das gerne ein bisschen besser reinkriegen hier. Das ist so riesig, das Dingen. Ich muss weiter zurück, ne? Ich kann es gar nicht erfassen, weil so groß ist das. Nee, mach mal dichter. Geht nicht anders. Ich kann es nicht komplett erfassen. Das ist einfach zu massiv. Aber so. Passt schon. Subroutine-Reisender. Speicherstatus überschrieben. Atlas-Diagnose. Realitätsbruch erkannt. Beginn der Protokollausgabe. Ein Marsch, der alles mit sich riss. Quer durch die Galaxie, unaufhaltsam, unausweichlich. Brauche ich gar nicht machen. Macht ja schon Geräusch. Jetzt nichts als eine Erinnerung. Absorbiere die Erinnerung. Der kolossale Megalith schwebt vor mir, noch surrealer, weil er aus dem planetarischen Kontext gerissen wurde, in dem er einst stand. Ich fühle mich mit all den Händen konfrontiert, die seinen Stein berührt haben, mit all den Wesen, die ihn geformt haben, die vor ihm gestanden haben. All die Schicksale, die dieser Stein aufsteigen und wieder fallen sah, während er allein weiterlebte. Und nun steht er da, selbst nur noch eine Erinnerung seiner Realität entrissen, im Raum schwebend. Grenzenlos. Deinen Horizont erweitern. Wir kriegen bestimmt noch das dritte. Huch, Entschuldigung, jetzt habe ich drauf geschossen, wollte ich nicht. Ja. Krass. Wieder was geschafft. Das geht jetzt bam, bam, bam hier gerade. Wir holen uns mal die Belohnung ab. Der Schatz eines Mannes. Eintrittskarte in die Freiheit, okay. Wie? Haben wir eine aus dem Gefängnis Freikarte gekriegt, oder was? Erinnerung an Knochen. Oh ja, okay. Das kenne ich auch noch. Tatsächlich. Die habe ich sogar schon mal gefunden, muss ich zugeben. Finde cool, dass sie das hier so mal zeigen. Cadmium brauchen wir ionisiertes Kobalt. Das heißt, wir brauchen einen anderen Antrieb. Oh, oh. Da geht's los. Ionisiertes Kobalt können wir uns bestimmt noch herstellen, wenn wir Kobalt haben. Guck mal, haben wir hier Kobalt zufällig in der Nähe, was wir abbauen können? Verlassener Planet. Senkt heiß. Phosphor-Kobalt. Hier ist Kobalt. Gehen wir dahin. Dann holen wir uns gerade Kobalt. Dann können wir das ionisieren. Dann haben wir das schon mal. Cadmium müssen wir ein anderes System. Da muss ich mal gerade gucken. Ein sicherer Systempass mit dem Zeichen der Stimme der Freiheit. Ach, den kennen wir auch noch. Stimme der Freiheit. Drei Kabelbäume, warte mal. Kabelbäume kriegen wir hin. Haben wir jetzt zufälligerweise die Raumstation hier in der Nähe. Da hinten, oh, die ist auch so weit weg. Hier in der kurz hinholen Kabelbäume. Dann gehen wir da drüben gleich hin und holen uns dann Kobalt. Ja, und dann ist die Episode schon wieder rum. Dann haben wir zumindest die Erinnerung schon wieder vorbereitet. Dann, wenn wir dann ins nächste System gehen. Laber dich hin. Da kommen wir gut durch. Das wären dann 4, 5, vielleicht 6 Episoden, wenn wir Glück haben. Dann sind wir bei 11, 12 Episoden. Ja, könnte hinkommen. Meistens sind kurze... Oh, nein, danke. Kommt der Händler um die Ecke, obwohl ich jetzt gar nicht hier hin will. Huch. Nein, hier geblieben. So. Die Stimme der Freiheit habe ich auch schon gespielt. Ist auch schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht, welche Staffel das war. Erste, zweite Staffel? Beide Staffeln? Kann ich nicht mehr genau sagen. Ich habe so das Gefühl, wir kratzen so ein bisschen in der Expedition alles so ein bisschen an, dass man das ein bisschen mitkriegt. Was es so gibt. Das kenne ich aber schon, tatsächlich. So. Guck mal, wir brauchen... Ach, hier ist auch Kobalt. Gut, dann kaufen wir Kobalt.
Nee, können wir gar nicht. Wir haben gar kein Geld. Haha. Okay. Was kann ich da verkaufen? Das hier. Noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Verkaufen sollte? Wenn ich Silber verkaufen würde, dann könnte ich noch was machen. Reparaturset ist auch ein bisschen was wert. Pulsierender Gelsack können wir verkaufen. Hier, komm weg damit. Das auch. Das auch. Davon brauche ich nee, nicht so viel. Und Kabelbaum kann ich gar nicht kaufen. Das heißt, ich muss echt was verkaufen. Uh-huh. Silber. Würde ich gerne behalten, aber ich fürchte, wir müssen das verkaufen. Wir brauchen ein bisschen Knete. Ja, verkauf Silber, komm. Ist egal. Jetzt können wir kaufen. Wir brauchen 3 Kabelbäume. Lass die Knete schon weg. So, Raumschiff. Einbauen. Erledigt. Dann kommen wir da auch hin. Dann haben wir das auch erledigt. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich brauche? Weiß ich gar nicht. Ach ja. Kobalt wollte ich kaufen, ne? Ne, wir bauen es ab. Wir bauen es ab. Ich habe nicht so viel Knete. Dioxid, mein magnetisiertes Ferrit bräuchte ich wahrscheinlich auch nochmal. Paraffinum. Pyrit wäre auch ganz nice. Wir gehen dahin. Ich gehe nochmal Kobalt holen. Brauche ich eigentlich noch irgendwas für andere Sachen? Weiß ich jetzt gar nicht. Dann noch fotografieren, stickigen. Schmugglerparadies. Das dritte Tempel können wir auch erreichen. Das. Daran arbeiten wir gerade. Ja, müssen wir mal ein anderes System auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob wir ein Piratensystem kommen, vielleicht als nächstes. Dann können wir da noch mal ein bisschen was gucken. Schauen wir mal. So, ich werde jetzt mal kurz noch ein bisschen Kobalt besorgen. Und dann ist die Episode schon herum. Erstmal, und dann mache ich die Episoden fertig für euch heute. Dann habt ihr schon wieder ein paar Episoden zu gucken. Mal gucken, ich weiß nicht genau, ob ich die Episoden, die beiden davor, direkt an einem Tag raushaue oder nicht. Mal schauen, vielleicht haue ich die auch jeden Tag raus. Damit die Expedition ruckzuck zu Ende ist. Auch wenn die Expedition jetzt schon in 2 Tagen dann am Ende ist. Aber naja. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen dahin gehen, wo ein bisschen mehr Landfläche ist. Damit wir da ein bisschen mehr finden. Schauen wir mal. So, erstmal landen. Sieht sehr knochig hier aus, würde ich sagen. Kobalt da drüben. Das ist ziemlich nah. Dann können wir direkt hier landen. Sehr gut. Lade mich mal gerade auf. Das müssen wir auch aufladen. Oh, wir haben nichts zum Aufladen. Das ist nicht gut. Den müssen wir auch nochmal aufladen. Damit wir ein bisschen fit sind. Thermomodulator war auf klein. Und dann nehmen wir den Kobalt mit. Ein bisschen so das Kobalt. Habe ich das, und dann können wir das direkt verarbeiten bei uns in der Base und dann haben wir gleich ionisiertes Kobalt. Kommen echt gut voran. Also damit habe ich nicht gerechnet. Dafür, dass ich jetzt echt keine Zeit hatte. Als ich angefangen habe, waren eigentlich noch 5 Wochen übrig und jetzt schaue ich hier an und dann 2 Tage noch. Der taut halt nicht ganz so hin. Weil ich einfach keine Zeit habe. Das ist echt schon heftig. Die Zeit vergeht, wa? So. Aber ich mag die Expeditionen. So zum Chillen sind die echt nice. Und
Und ja, es ist auch so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Expeditionen sind eigentlich auch dazu da, um so ein bisschen neue Dinge zu zeigen oder hervorzuheben, die man sonst wahrscheinlich schon so die ganze Zeit gesehen hatte und jetzt vielleicht ein bisschen anders sind, verbessert sind, was sich besser anfühlen oder besser einfügen. Das ist schon ganz cool gemacht. So. Robert haben wir gleich. Ja, die Episode ist echt rum schon wieder rum. Ey, alter Schwede. 20 Minuten. Ich mache mal 20 Minuten Episoden, weil ich halt mehr Zeit einfach nicht habe. Und dann muss ich halt gucken, dass ich da so viel wirklich noch an Inhalt reinquetschen kann. Dass es dann geht. So, ich bin froh, dass die, wie soll ich sagen, die Ressourcenansammlung nicht ganz so groß sind hier, sonst würde ich hier nämlich noch länger stehen. Und dass dadurch, dass es nicht Permadeath ist, kannst du schneller abbauen hier. Das würde nämlich so viele Ressourcen fressen, dann da das abbauen. Und die Stacks sind zu klein, das heißt, du wärst wirklich zu viel vollgemüllt. Das ist schon ganz angenehm. Auch gleich und dann, ja, war es das schon wieder, ne? Ich hoffe mal, ich habe eine Anmoderation gemacht. Sicher bin ich mir nicht, wie gesagt. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Jetzt reicht es mal daher, wenn er nicht kurz vor Ende war. So, geschafft. Zum Raumschiff zurück und dann, ja, sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.